Ich eröffne die Plenarsitzung des Hessischen Landtages und stelle die Beschlussfähigkeit fest. Auf den Plätzen verteilt liegt eine Korrektur, und zwar eine Korrektur zur Drucksache 20-77599. Das will ich Ihnen gerne zur Kenntnis geben. Und an den Plätzen verteilt und eingegangen ist ein dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion der SPD. 50 Jahre radikalen Erlass, konsequente Aufarbeitung erlittenen Unrechtes fortführen. Drucksache 20-7804. Und ich darf fragen, ob die Dringlichkeit bejaht wird. Ja, das ist offensichtlich der Fall. Dann wird das Top 91. Und wir können, wenn Sie nicht widersprechen, das mit Top 70 zu diesem Thema aufrufen. Ebenfalls eingegangen an den Plätzen verteilt ist ein dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion DIE LINKE, Migrations- und Integrationsfeindliche Äußerungen eines hessischen Verwaltungsrichters stören den öffentlichen Frieden. 20-7805 wird die Dringlichkeit bejaht. Das ist der Fall. Dann wird das Top 92, Ihnen kann, wenn Sie einverstanden sind, mit Top 75 zu diesem Thema aufgerufen werden. Außerdem eingegangen und an den Plätzen verteilt ist ein dringlicher Antrag der SPD. Die Hessische Landesregierung muss mehr für den Ausbau der erneuerbaren Energien tun. Das ist 20-7807. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird das Top 93. Und wir rufen das, wenn Sie einverstanden sind, mit Top 74 zu diesem Thema auf. Und ferner eingegangen und an den Plätzen verteilt ist ein dringlicher Antrag CDU, Bündnis 90 Die Grünen und die Freien Demokraten. Neubenennung für ein hessisches Mitglied für die verbleibende Amtszeit der siebten Mandatsperiode 2020 bis 2025 im Europäischen Ausschuss der Regionen, also im ADR, Drucksache 20-7808. Auch hier frage ich, ob die Dringlichkeit bejaht wird. Das ist der Fall. Dann wird das Top 94 und kann am Mittwoch ohne Aussprache zum Ende der Sitzung im Abstimmungsblock aufgerufen werden. Wollen wir es so halten? So machen wir es. Alles klar. Ebenfalls eingegangen und an den Plätzen verteilt ist ein dringlicher Antrag der Fraktion DIE LINKE, explodieren Energie- und Lebenshaltungskosten in Hessen, Sofortmaßnahmen gegen Energiearmut und Stromsperren ergreifen. 20-7809 wird die Dringlichkeit bejaht. Auch der Fall. Dann wird das Top 95 und wir rufen das mit Top 86, die Aktuelle Stunde, zu diesem Thema auf und können es dann am Abend direkt abstimmen. Heute wollen wir bis voraussichtlich 19.30 Uhr tagen. Wir beginnen im Anschluss an die amtlichen Mitteilungen mit Top 72, das ist der Setzpunkt der CDU. Für den heutigen Plenartag ist die Beratung des Haushaltes 2022, Entschuldigung, Top 90, 18 und 79 vorgesehen und danach eine zweistündige Mittagspause. Das ist dann ungefähr zwischen 13 und 15 Uhr. Die Haushaltsberatungen werden um 11.30 Uhr ca. beginnen. Am Ende der Plenarsitzung stimmen wir, wie wir es besprochen haben, alles wie immer gebündelt ab. Ich darf heute mitteilen, dass entschuldigt fehlt Staatsminister Wintermeyer zwischen 10 und 13 Uhr, weil es eine Konferenz der Chefs der Staatskanzleien gibt. Und entschuldigt ganztägig ist heute der Kollege Walter Wissenbach. Da fragen, gibt es weitere Entschuldigungen? Das ist auch nicht der Fall. Dann möchte ich zuletzt noch hinweisen auf die Schnelltestungen, die heute Abend ab 17 Uhr und bis 20 Uhr wie gehabt in der Eingangshalle durchgeführt werden. Damit bin ich am Ende der amtlichen Mitteilungen.